Hallöchen Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Polizeigeschichte. Der Gangster ohne Namen. Mal sehen, was passiert. Guten Morgen, so. Mal schauen, was heute Schönes ansteht. Aber ich habe Kohldampf, es wird gefrühstückt. Ich habe mir noch ein paar Brötchen vor dieser vermasselten Übergabe neulich. Mein Gott, habe ich mich da veräppeln lassen. Was? Schon wieder alle? Das gibt's doch gar nicht. Na gut, dann werde ich mir mein Frühstück wohl ergaunern müssen, so wie jeden Tag. Und ich habe Lust auf Backwaren. Oh Mann, ich habe Hunger. Wo finde ich denn was zu essen? Das riecht aber lecker hier. Oh, was es nicht alles gibt. Die besten Backwaren. Ich bin mal so frei und bedien mich, okay? Hey, Finger weg! Das willst du wohl bezahlen, oder? Klar will ich bezahlen. Und zwar hiermit. Hä, was soll das heißen? Da ist nichts. Gut erkannt, Schwester. Genau, weil ich nichts habe. Darum gönne ich mir jetzt noch dieses Brötchen hier. Na, das glaubst aber auch nur du. Wart ab! Jetzt hör mal zu, Freundchen. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, um diese Brötchen zu backen. Du wirst mir die nicht stehlen. Hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass man für Waren bezahlt? Klar hat meine Mutter mir das beigebracht, aber tja, wen interessiert's? Alles, was ich weiß ist, deine Brötchen schmecken lecker, ich will sie haben und nehme sie mit. Basta. Ha, so eine Unverschämtheit. Na warte, du Bengel, das wirst du büßen. Mach dich auf meine krümelige Rache gefasst. Brötchenattacke! Was? Hallo, spinnst du oder was? Hallo, was soll denn das? Die hat sie ja wohl nicht mehr alle. Na gut, dann, ich bin weg. Oh Mann, jetzt ist mir dieser Flädel wirklich entkommen. Oh, ein Glück. In ein paar Minuten kommt die Polizei. Oh, na ja, ja. Guten Morgen, Bea. Oh, Officers, gut, dass Sie da sind. Pünktlich wie immer. Es gibt einen Notfall. Ja, das stimmt wohl, ne? Deshalb sind wir da. Richtig. Es gibt ja zurzeit einen Donut-Notenmangel. Deshalb sind wir ja auch hier, Bea. Also, einmal das Übliche. 5 Donuts für jeden, bitte. Ja, tut mir leid, Jungs. Meine letzten Donuts wurden mir soeben geklaut. Was? Geklaut? Wie das denn? Ja, von so einem kleinen, schmierigen Ganoven. Er ist in diese Richtung gelaufen. So, in diese Richtung also, hm? Officer Hagrid, hast du eine Spur? Ja, hab ich. Ich riech die Brötchen. Wir müssen schnell in diese Richtung. Los, der Duft wird schwächer. Bis später, Bea. Wir kriegen ihn. Schnell, schnell, schnell. Los, los, los. So, ich sag dir, ich raste aus, wenn ich hier keinen Donut kriege. Hier geht's lang, hier geht's lang. Ich hab den Duft genau in der Nase. Folgt mir. Hier, hier ist ganz in der Nähe. Los, hier, hier. Schneller, Hagrid, schneller. Ich hab so einen Hunger. Erfolgreich entkommen. Das mit dem Bullen war doch sowieso nur ein Bluff von ihr. So, und jetzt werde ich mir diesen leckeren Schokodonut hier gönnen. Wer ist denn da? Los, komm raus. Wir wissen, dass du da hinterm Busch steckst. Was? Wie habt ihr mich denn gefunden? Das geht dich gar nichts an, Freundchen. Und jetzt kommst du in Kurs. Tja, Junge, Donut-Clown lohnt sich nicht. Richtig. Wer anderen, vor allem uns, die Donuts vor der Nase wegklaut, dem droht Knast. Lass mich so, los, Freundchen. Rein in eine gute Stunde. Donut, regt euch da nicht so auf. Jetzt ist doch genug. Lasst mich raus. So, Freundchen. Jetzt wollen wir dich mal aufnehmen. Erstmal machen wir ein hübsches Foto von dir. Willst du dir ein Foto über dein Bett hängen oder was? Na, nicht so frech, Freundchen. So, einmal stillhalten jetzt. Einmal um 90 Grad drehen, bitte. Ja. So, gut so. Hervorragend. Und tschüss. So, jetzt hier einmal Fingerabdruck hinterlassen. Na, sowas Doofes, jetzt bin ich aktenkundig. Richtig. Also, wir werden jetzt mal deine Personalien aufnehmen. Name bitte. Ich habe keinen Namen. Ja, wie keinen Namen? Wie wirst du denn genannt? Keine Ahnung. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie, nicht drüber nachgedacht? Du musst doch einen Namen haben. Nein, ich, ehrlich gesagt, habe ich keinen Namen. Was, keinen Namen? Das gibt's doch nicht. Das kann so nicht bleiben. Wir brauchen dich für die Akten. Okay. Dann seid ihr jetzt gefragt, liebes Publikum. Wir brauchen eure Meinung, damit wir diesem Dummkopf hier einen Namen geben können, um ihn einzubuchten. Also, schreibt uns eure Namensvorschläge in die Kommentare und wir entscheiden, wie unser Gangster ab der nächsten Folge heißen wird. Vielen Dank und over and out.
Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unser Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.